Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute aus Ostwestfalen. Ja, das Bobo hat sich auf eine weite Reise gemacht, so weit war die eigentlich gar nicht. Knappes Stündchen mit dem Auto nach Ostwestfalen. Und hier war ich mit dem E-Bike und auch sonst irgendwie eigentlich noch nie unterwegs. Verstehe ich gar nicht. Meine liebe Frau Andrea kommt ja auch aus der Gegend hier gebürtig, Raum Paderborn. Ich bin jetzt hier Großraum Bielefeld, kann man sagen, ganz genau in Werther. Und ich bin zu Gast hier heute bei den beiden netten Menschen hier, bei der Gabi und bei dem Helmut. Hallo. Und die beiden haben ja auch einen YouTube-Kanal, habe ich euch ja in meinem letzten Video vorgestellt, die beiden. Müsst ihr mal auschecken, blende ich euch hier oben links ein, wer die beiden noch nicht kennt. Und die haben mich eingeladen, mal eine Tour mit denen hier zu unternehmen, praktisch bei euch vor der Haustür. Und ich bin schon ganz gespannt, ne? Weil für mich, wie gesagt, ist die Gegend eigentlich völlig unbekannt, aber habe ich schon gesehen, richtig schön hügelig. Gut, Wetter ist ein bisschen, ja, fast schon herbstlich, kann man sagen, ne? So mit Wind und ein bisschen Nieselregen. Egal, müssen wir durch, ne? Ja. Ist so, wenn man draußen ein Hobby hat. Alles klar, gar nicht lange schnacken jetzt hier. Los geht's, Runde durch. Was ist das hier? Ecke Gebirge? Ja, ne? Die Ecke? Ja, Ecke. Durchs Ecke Gebirge, Nähe Teutoburger Wald. Also, ja. Los geht's. Ich habe mir die Strecke jetzt auch gar nicht von den beiden vorher geben lassen. Hier Genießertour heißt das. Genießertour rund um Halle in Westfalen. Und ich bin mal ganz gespannt, ne? Weil ich die Komoot-Strecke selbst nicht habe. Wo es lang geht, ich weiß irgendwie gut 40 Kilometer. Und die ersten Meter gehen schon richtig bergauf hier. Darum erstmal nur in Anführungsstrichen Tourmodus und Akku sparen. Ich glaube, wir müssen rechts. Erstmal hier an der Straße entlang. Kilometer 5 jetzt hier und herzlich willkommen in Halle. Halle Westfalen. Von hinten das Ostwestfalenstadion. Da will ich auch mal sehen jetzt hier. Aber nein, Baustelle kommen wir nicht näher ran. Hieß das nicht früher Gerry Weber Stadion oder ist da noch was anderes? Da muss ich gleich mal fragen. Ne? Habt ihr auch Reiseführer hier, Reiseleiter? Ist OWL Arena das jetzt, was früher Gerry Weber Stadion hieß, ja, oder? Ja, ah ja. Also das ist Tennisplatz, also das ist ja kein Fußballstadion. Tennisplatz, ja, sind auch andere Veranstaltungen. Also alles Mögliche, ah ja, okay. Ja. Also wir waren letztes Mal bei Udo Lindenberg. Cool. Wir können das ja zumachen, ne? Das ist ja wie ein... Guck mal, wir haben was gelernt. Das ist so ein Stadion, wie die Sporthalle in Gelsenkirchen, sage ich auch ganz gerne. Also wo man das Dach zumachen kann. Und gibt es auch andere Sportveranstaltungen, nicht nur Tennis. Bei mir ist nur so ein Begriff, auch Musikveranstaltungen, Konzerte. Wieder was gelernt hier, das Bobo heute. Guck mal, Stork. Wie war es noch? Eine Packung Riesen bitte, Frau Lange. Irgendwie so in der Fernsehwerbung. Stork Riesen bitte, Frau Lange. Stork Riesen, die esse ich ja heute noch gerne. Tippitopp. Ich wusste gar nicht, dass die hier aus Ostwestfalen kommen. Aber richtig. Bin ganz begeistert jetzt hier, Schokoladenschild gesehen, direkt mal abgebogen. Nee, ist aber richtig. Und da kommen sie, glaube ich, her. Aber ich darf nicht weiter Richtung Schokolade fahren. Gabi hat ganz klares Kommando gegeben, weg von den Süßigkeiten, hier geht's lang. Ja, und der Helmut ist ja hier mit dem Handbike unterwegs. Und habe ich euch ja im letzten Video vorgestellt. Nochmal hier eben der Link zum letzten Video, wo ich euch die Sperlinge vorstelle, wer es noch nicht gesehen hat. Und natürlich ganz besondere Herausforderungen auch für eine Streckenplanung. Keine Drängelgitter und so weiter. Das gibt Komoot von sich aus ja automatisch nicht her. Hier geht's weiter. Sieht doch hier nach Renaturierung aus, aber ja klar, wenn es noch nicht alles grünt und blüht, dann sieht es ein bisschen nach Baustelle aus. Thank you.
Wir haben jetzt ja knapp Mitte April. In dieser Woche geht die Spargelsaison los. Ich dachte hier schon gerade so, siegessicher in der Auskunft, das ist hier ein Spargelfeld. Aber ich bin gerade wieder eines Besseren belehrt worden von der Reiseleiterin. Kartoffelfeld soll es wohl werden. Wann erntet man die August-Kartoffeln? September. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber Spargel müsste man sehen. Spargel müsste man sehen, stimmt. Und da würden ja auch Leute drauf rumtun und den Spargel rausholen. Ist ja Spargelsaison eröffnet. Aber Kartoffeln, ja, als Kind weiß ich noch im Sommer, da haben wir Kartoffelacker gespielt und die mal rausgeholt mit dem Salzstreuer und die roh gegessen. Das weiß ich noch. Da kann ich mich noch gut erinnern. Verfahren? Ich meine, das hier so ein bisschen. Ja. Siehst du? Ja. Aber der Punkt, genau, wir müssen auf die Straße, von da sind wir gekommen. So nicht sieht. Aber wir sind doch, Moment mal, wenn der Punkt ist ja dann da, dann müssen wir diesen Feldweg hier reinfahren. Diesen da. Nee, nee. Diesen Ackerweg hier, doch. Das kann nicht sein, oder? Weiß ich nicht. Hast du mit Komoot geplant? Ja. Oh, Helmut freut sich schon. Da! Nein! Nein! Nein, nicht den Helmut ärgern hier. Wo wollen wir denn hin? Schloss Holtfeld? Dann können wir einfach dem Wanderweg hier folgen. Da hinten sieht man auch oben auf dem Berg, was man sieht jetzt mit der Action Cam, ist ja auch eine Burg. Ist das das Schloss? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich muss ja auch noch hinterherfahren. Wir fahren Schloss Holzfeld. Ja, dann können wir ja den Weg hier fahren. Eieiei. Das ist natürlich jetzt ganz spezielle Herausforderung hier. Weg für Genießer, stimmt. Ist ja die Genießertour. Fünf Sinne erleben. Was sind die fünf Sinne? Huppelpiste, Matschweg. Ja. Da soll es lang gehen. Und die Gabi hat mir erzählt, sie hatte vor einem Jahr schon für diese Tour jetzt hier, also nicht, weil ich jetzt mitfahre, sondern allgemein für diese Genießerrunde, mal bei der Gemeinde hier bei der Stadt angefragt, beim Bürgermeister sogar persönlich, weil der die Tour auch beworben hat, dass er selbst schon gefahren ist, diese Genießerrunde hier, ob die denn barrierefrei ist. Und da hat er gesagt, ja, da hätte er extra jemanden da im Rathaus, der zuständig ist für sowas, wird sich bei den beiden melden, haben sie bis heute nie gemacht. Und spätestens seit dem Matschweg wissen wir auch, warum die Dame aus dem Rathaus sich nie gemeldet hat. Ja. So sieht das aus hier. Barrierefrei in Ostwestfalen ist anders. Ja, Freunde, so ist natürlich herrlich hier. Ne? Durch den Wald fahren, die Vögel zwitschern, die Bäume fangen an zu blühen, hier die Sträucher. So gefällt mir das. So gefällt uns das. Und hier das Schloss Holtfeld. Ist aber ein Privatbesitz, nichts zu besichtigen, aber hübsch anzusehen. Schön, schön. Tippitoppi. Guck mal, komm ich auch noch hier hin? Komm ich hier hin, so. Jetzt haben wir auch mal die richtige Ausschilderung gefunden. Hier das grüne G ist die Radrunde. Das rote war die Wanderrunde hier. Für diese Genießerrunde. Hörster Blumenfeld. Ja, aber wo? Kommt vielleicht noch.
Vielleicht hier. Oder da. Müssen auch ganz wertvolle Blumen sein, wenn die so eingezäunt werden müssen. Oder wahrscheinlich wegen den Wildtieren. Denke ich mal. Oh, guck mal, in der Ferne sieht das schon wieder hier nach Sehenswürdigkeit aus, da hinten. Ja. Das nächste Schloss. Ja. Ja, liebe Leute, Kilometer 17 jetzt hier und herzlich willkommen am Schloss Tradenhausen, wenn ich richtig zugehört habe, heißt das. Also nicht hier, das ist, glaube ich, eher der Schuppen vom Schloss. Tatenhausen, das habe ich auch gesehen. Das ist ja klasse, oh, mit der Uhr da im Torbogen, hab ich fast gesagt, über dem Torbogen, Torhäuschen hier. Wie darf man nicht? Betreten des Hofes verboten. Ich will ja nicht betreten, ich will ihn ja befahren. Ich will mit dem Fahrrad da rein. Ist ja kein Betreten. Na gut. Will man nicht so sein. Kommt nicht gerade zufällig ein Auto, ne? Das wäre ungünstig. Das Auto über die Kamera fährt. Oder ein bisschen mehr in der Mitte, ne? Da noch weiter hin, oder? Ne, ist das eigentlich gut. Ja? Ja. Okay. Ich muss auch ein bisschen Platz zum Schreiben haben. Okay. Bauch rein. Bauch raus. So, weiter geht's. Aber wirklich schön, wirklich idyllisch hier. Okay, liegt natürlich an der befahrenen Straße, aber so für sich. Guck mal, Mitfahrbank. Das heißt, wenn ich mich hier hinsetze, denke ich jetzt mal, muss ich bloß einen Daumen hoch machen und dann werde ich mitgenommen vom Nächsten, der vorbeikommt. Nee, ist vorbeigefahren. Habe ich nicht verstanden. Ach so, muss ich sagen, welche Richtung? Ach so, das kann man einstellen? Ach so, guck mal hier. Ah, Richtung Kölbeck oder Richtung Hörste oder... Was haben wir denn noch hier? Halle, da kommen wir ja her. Und Künsebeck. Ach, darum. Siehst du. Hier, Helmut hat mich ja mal aufgeklärt. Ich habe es nicht kapiert, ne? Darum ist das Auto weitergefahren. Man muss auch noch einstellen, wo es lang geht. Ja, danke für die Aufklärung. Wieder was gelernt hier, ne? Habe ich noch nie gesehen. Gibt es anscheinend nur in Ostwestfalen. Und diese Mitfahrerbank findet man in Bokel. Wenn das Richtung Gütersloh. Das ist ja auch toll hier. Guck mal, Pausenhäuschen hier in Hinterbokel. Direkt schön mit Blumen, richtig gepflegt. Offensichtlich nicht so ein Vandalismus-Opferort hier, wo alles kaputt gemacht wird. Cool. Gefällt mir eure Gegend. Guck mal, hier auch eine Beschreibung vom Heimatverein Bokel-Tatenhausen. Dass man hier halt diese Schutzhütte an der Wellnessroute errichtet hat. Guck mal. Die Wellnessroute radeln wir heute. Ich dachte, das ist die Genießerrunde. Nein, Wellnessroute stand in der Hütte, Helmut. Ja? Ja. Ist das durchgeschüttelt im Wald, ist das Wellness, oder? Das war Wellness, ja. Das ist die Frage, ne? Das war Massage. Das ist die Frage, genau. Das ist eine Massage, was hier an Wellness gemeint ist. Aber was wird schon nicht noch kommen, ne? Schauen wir mal.
Der Sandfurter See. Ist ja klar, ne? Wenn man wieder Kamera anmacht, was sagen möchte, fängt da einer an Lärm zu machen da hinten mit seinem Miststreuer hier. So Mist. Auch immer wieder herrlich hier diese alten Höfe, das ist ja gar nicht mal so klein hier, was hier zu sehen gibt. Einfach ein bisschen durch die Natur radeln und den Tag hier genießen. Ja, und der Faxis ist jetzt so ziemlich ein Jahr vorne bei mir auf dem Schutzblech. Ist ja nur geklemmt, habe ich mit dem 3D-Drucker ja die Halterung gedruckt. Aber der hält, ne? Also auch wenn das Rad hinten auf dem Fahrradtransporter, hätte ich was gesagt, hier dem Fahrradträger am Auto hinten hängt. Kein Problem, ne? Das scheint doch eine stabile Angelegenheit geworden zu sein, was ich da gebastelt habe. Ist ja nicht immer so bei den Sachen, die ich selber bastel. Und der Helmut immer richtig sportlich unterwegs hier. Ist kaum zu kriegen. Ich fahre jetzt ja, na gut, jetzt fahren wir gar nicht so schnell, 20 km/h. Aber der gibt immer richtig Gas, ich mache richtig Beschleunigung. Und er hat mir gesagt, er macht in nächster Zeit noch mal ein Vorstellungsvideo von seinem Handbike. Das ist ja auch mal interessant, auch für euch bestimmt, für mich sowieso. Technische Daten, was gesagt, ist hier Beschleunigung nur auf 100? Nein, so nicht, natürlich nicht, aber Akkuleistung, wie ist das bei so einem Handbike? Schaltung, Kettenantrieb oder gibt es da Riemen oder braucht man speziellen Rollstuhl? Das sind so viele Fragen, die ich da habe. Und viele davon habe ich ja auch schon besprochen mit den beiden in dem letzten Video, was ich gemacht habe. Aber wie gesagt, er macht noch mal ein eigenes Video. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ich habe am Start heute Morgen noch gedacht, gibt es hier auch wohl so Hoflädchen wie im Münsterland? Ja, guck mal hier. Cool. Aber leider keine Mettwürstchen. Habe ich nicht richtig geguckt, sagst du? Ja. Muss ich mal gucken. Oh, guck mal. Hier gibt es Mettwürstchen. Wie sind die denn da hingekommen? Weißt du auch nicht, ne? Da freue ich mich ja immer. Bitte? Wir haben nicht aufgepasst. Wir haben nicht aufgepasst? Der Bauer war bestimmt hier und hat das gemacht. Ach so, guck mal. Man wusste, dass ich komme und so gerne Mettwürstchen esse. Also sowas braucht man ja nicht, ne? Nee, aber hier. Mettwürstchen. Da freue ich mich. Aber muss ich wieder abgeben, ne? Das sind ja deine Mettwürstchen. Die können wir noch killen, ne? War nur fürs Video, nur Deko. Hm. Und hier der Helmut fährt wieder einen heißen Reifen. Kaum einzuholen. Dabei weiß er gar nicht, wo es lang geht. Und Schloss Nummer 3, wenn ich richtig mitgezählt habe, hier Schloss Padhorst. Hier die etwas nach königlichen Stallung hier am Schloss. Da ist es. Ist eine richtige adlige Gegend hier, ne? So viele Schlösser. Aber hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Nee. Alle bewohnt, alles im Privatbesitz. Ja, jetzt hier am Schloss, weil wir dann das Schloss nicht besichtigen können und näher rankommen, hat Gabi gesagt, kriege ich jetzt hier sozusagen als Trostpreis eine Extrawurst. Hm. Oh, sogar alle. Nee, eine reicht. Vier Extrawürste. Halt fest, so. Dankeschön. Hm. Und der Helmut kriegt auch eine. Ja. Der kann ja auch nicht ins Schloss. Genau. Ah. Guten Appetit. Guten Appetit, danke. Damit kriegt man mich ja, ne? Mit Würstchen. So, offensichtlich verlassen wir jetzt hier die Genießerrunde.
Hallo. Hui. Ja, das sah aber mal nach Brautpaar, ich habe fast gesagt, mittelalterlich gekleidet, aber so in der Art, barock vielleicht. Sag mal, das hast du aber schön organisiert mit der Kutsche gerade. Ja, ne? Dass die Kutsche da extra für uns durchs Bild gefahren ist. Hast du gesehen, was die anhatten? Ja, das war so was Mittelalter, Barock, Mittelalter, ne? Mit Krone? Ja, mit Krone, richtig, ne? Ja. Toll. Das ist ja nur jetzt eine Autobahnbrücke, wenn man so will. Aber für mich, ich habe ja hier einen Performance Line CX, einen Mountainbike-Motor am Fahrrad, kein Problem. Aber der Helm muss ja alles aus der Arme machen. Das ist schon eine andere Herausforderung. So Steigungen, so Rampen hier. Fünf Prozent ist das hier, die Steigung. Ist das für dich dann richtig anstrengend, so, so Rampen hochfahren oder Standard? Ja, nee, musst du schon ein bisschen was tun. Muss schon was tun, ja. Und hier jetzt das Outlet von Gary Weber, von der Bekleidungsmarke, und von Stork. Da gibt es dann die Süßigkeiten, Werksverkauf. Da gehen wir lieber nicht rein. Ich habe ja gerade noch ein Würstchen gehabt, jetzt auch noch Schokolade. Ich bin ja so empfänglich für sowas, ich kaufe das dann noch alles. Und dann esse ich das natürlich auch, ne? Ach, jetzt müssen wir noch in die Richtung, ach nee, auf dem Radweg, okay. Die Gedenktafel Künsebeck für die Lorenbahn. Kilometer 28 jetzt hier und herzlich willkommen in Künsebeck, Stadthalle, Kreis Gütersloh. Ja, der Helmut will es wieder wissen hier. Ich komme kaum hinterher. Die Gabi hängt ja dann regelmäßig ab. Aber so eine viel befahrene Straße wie hier natürlich. Blöd, dass es keinen Radweg gibt. Mir ist so einiges los. Das von beiden Seiten. In Aschelow. Ja, hier gibt es zum Glück jetzt auch wieder einen Radweg. Da fühlt man sich doch ein bisschen sicherer, als wenn man hier von den LKWs überholt wird. Mann, Mann, Mann. Dann überall, wo es rauf geht, geht es dann irgendwann auch wieder runter. Ich glaube, für uns ist es gleich soweit hier. Geht's aber richtig runter. Da ist Helmut gleich wieder weg. Das kennen wir aus dem Allgäu. Ach so, geht's wieder berg hoch. Da brauchst du ja auch Schwung, ne? Ja, da recht gehabt, der Helmut. Ich muss noch mal richtig rauf jetzt hier. Jetzt nach 33 Kilometern, der erste Akku bei Helmut neigt sich dem Ende und ist ein 504 Wattstunden Akku. Ja. Und ein bisschen widerspenstig, ne? Das haben wir im Allgäu ja auch schon erlebt mit euch. Ja, wir haben das schon ein bisschen eingeschmiert. Aber dass das, hast du gesagt, mit Gummihammer sonst auch mal gerne mit der Flasche bearbeitet wird, ne? Und vorne am Rad dann hier halt Ersatzakku, aber habe ich ja schon angekündigt. Ne, Helmut hat gesagt, er macht mal ein Video über sein Handbike und dann stellt er das natürlich dann selber im Detail vor. Ich bin spannend. Ja, ich fahre es mal ein bisschen weiter hier rauf. Da steht auch das Schild Genusswanderweg, geht da lang. Und das hier ist der Kammweg.
über den Kamm Richtung Bielefeld. Da ist aber richtig hoch jetzt hier. Ja, von hier oben gibt es eine richtig gute Aussicht. Das ist ja klasse. Ja, mal den 9% Gefälle hier. Ist mir ja rauffahren schon mal lieber als runterfahren. Ja, nicht so ohne hier, so eine Hubbelstrecke. Reisegruppe ist wieder vollzählig. Ich habe den kleinen Ausflug auf den Kamm, wie ich ja gerade alleine gemacht. Das war den beiden zu steil. So, das Schild gerade, Radverkehr auf der Fahrbahn ist zulässig. Aber es war durchgestrichen, oder? Wofür ist es denn dann gut? So, ich weiß ja rechts Richtung Zentrum, aber ich weiß noch gar nicht, in welchem Ort wir hier sind. Aber da kommt ein Schild. Wir sind wieder in Werther. Sind auch richtig abenteuerlich jetzt hier zum Schluss. Die Schotterpiste. Und ich habe gerade links neben mir sowas wie meinen Schatten gesehen ein bisschen. Die Sonne scheint auch noch zum Ende der Tour rauszukommen. Tippitoppi. Und ich bleibe heute Abend auch hier in Werther bei den beiden. Die haben mich halt eingeladen. Bin gestern ja schon angereist. Und machen uns noch wieder einen schönen Abend, denke ich mal. So kalt ist es nicht draußen auf der Terrasse. Da freue ich mich schon drauf. Ja, cool. Guck mal hier, schöne Kirche gibt es auch in Werther. Wenn ich richtig aufgepasst habe, machen wir jetzt einen kleinen Stopp hier an der Eisdiele. Ja, mein erstes Eis aus der Eisdiele in diesem Jahr und der Helmut hat einen ausgegeben. Dankeschön, Helmut. Ja, bitteschön. Freue ich mich jetzt. Hast du rumgehampelt? Schabernack gemacht? Ja. Hat die Gabi Schabernack gemacht? Dann könnt ihr ruhig in die Kommentare schreiben bei Gabi und das Video. Ich weiß ja nie, wie die Bäume hier heißen, wenn die so blühen. Ist das Kirsche? Magnolien sind da nicht, die haben größere Blätter. Bevor wir irgendeinen Quatsch erzählen, sage ich lieber nichts. Besser ist das manchmal. Hier kommen wir jetzt zum Haus Werther. Und da halten wir natürlich noch mal an, gucken uns das ein bisschen genauer an hier. Die Stadtbibliothek Werther, Trauzimmer. Hier habt ihr euch getraut? Ah, da müsst ihr mal genauer fragen. Ja, erzählt doch mal, wann war das denn, dass ihr euch getraut habt? 2017. 2017? Seid ihr sozusagen frisch verheiratet? 18. Dezember, richtig? Ja. Oh, das ist doch hier richtig das junge Glück sozusagen. Ja. Guck mal, ich habe ja schon, ich hätte was gesagt, fast 20 Jahre auf dem Buckel, fast 25 Jahre auf dem Buckel, aber das kann man so nicht sagen, ne? Wenn meine Frau das guckt. Ich darf schon seit 25 Jahren fast mit meiner Frau verheiratet sein. Guck mal, sehr schön. Trauzimmer hier. Das
Trauzimmer ist ja hier und das wäre nicht, hätte nicht funktioniert. Ja, und das Trauzimmer hat jetzt nicht nur die Sperlinge hier gesehen sozusagen, sondern 1731 bestimmt auch schon so manch andere Wirkungsstätte hier gewesen, hat Gabi gerade erzählt. Zigarrenfabrik war das schon, was es hier alles gab. Und merkt ihr was, die Sonne kommt raus, ne? Ja. Die Sonne kommt raus. Ja. Gabi hat noch ein bisschen Eis am Mund, wir waren gerade in einer Eisdiele. Und Schokolade, das nehme ich mit nach Hause. Und guck mal, im Wetter scheint die Sonne. Da oben das Helle am Himmel. Ich glaube, eine Attraktion steht so auf dem Programm hier heute. Das Museum hier, Peter August Birkenstiel. Muss ich mir mal eben jetzt hier erkundigen, ob der Helmut sich auch gut vorbereitet hat auf die Tour heute hier. So, wer war denn hier dieser Peter August Birkenstiel? Peter August Birkenstiel war ein großer Maler, Bildhauer, der in Werther geboren ist. Und wir sind jetzt hier in seinem Geburtshaus. Mhm. Und nebenan ist ein Museum gebaut worden für ihn. Unser Geburtshaus ist da unten wahrscheinlich dann? Ja, das Bunte. Ja. Das ist das Geburtshaus und hier oben ist das Museum. Wir sagen immer der Bunker. Ja, habe ich gerade auch gedacht, als ich hier vorbei hingegangen bin. Sieht so ein bisschen so aus, ja. Ist er denn jetzt regionale Größe? Ja, auf jeden Fall, aber ist er denn überregional? Also ich bin jetzt ja auch kein Kunstkenner, aber kennt man den sonst so? Der ist eigentlich sehr bekannt, ja. Ja, ja. Da kannst du mal sehen, ich bin ja so ein Kunstbanause. Hat mir jetzt nichts gesagt, aber mir sagen auch andere große Maler wahrscheinlich nichts, oder Künstler oder Bildhauer. Das ist auch nicht so mein Fach. Ne? Ist nicht dein Fach? Nee. Hast auch kein Bild von dem zu Hause hängen? Nein, ich glaube, kann ich mir auch nicht leisten. Ja. Okay, schauen wir mal. Ja, wenn ihr mal in Ostwestfalen mit dem Rad unterwegs seid und eine Panne habt, könnt ihr euch hier selber helfen sozusagen. Schön das Werkzeug angekettet, damit es nicht wegkommt. Luftpumpe, praktisch alles da bis auf eine Steckdose. Also für uns E-Biker gibt es hier keine Möglichkeit aufzuladen. Und ich muss die beiden mal fragen, ob es überhaupt eine öffentliche E-Ladesäule hier gibt. Kriegen wir raus. Gibt es denn überhaupt eine öffentliche E-Ladesäule in Werther? Bei 11.000 Einwohnern kann man doch mal eine Ladesäule aufstellen, oder? Gibt es nicht? Nein, gibt es nicht. Ist nicht so die Fahrradregion hier? Eigentlich schon? Das macht ja eigentlich viel. Für komisch, ne? Dann bauen sie so ein Museum hier hin, aber für die Steckdose draußen hat es ja nicht mehr gereicht. So, Freunde, hier noch ein paar genauere Details. Also 1889 bis 1851 hat der gute Mann gelebt. Und ist einer der wichtigsten Vertreter der Moderne in Westfalen. Na, dann mal zu. Ja. Hier offensichtlich ein paar bildhauerische Werke. Und hier das Geburtshaus. Und hier steht, wir alle haben es bezahlt, steht hier. Gefördert im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe, Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes. Aha. Ja, das erklär mir jetzt mal, was das Ganze hier mit Agrarstruktur und Küstenschutz zu tun hat. Oder ob das Banner einfach nur noch über war. Man weiß es nicht. Aber spannend. Was steht da, Gabi? Was war, ist klar. Denn nur der Klare sieht das Wahre. Denn nur der Klare sieht das Wahre. Ja. Ich dachte, die Wahrheit liegt im Wein, hieß das, glaube ich, mal oder sowas. Ne? Mit Wein hatte der nicht. Nur mit dem nur Klares ist Wahres. Dann müssen wir mit einem Klaren trinken oder so. Ja, gut. Wenn das da steht, ich will mich mit der Kunst jetzt ja nicht versperren hier, ne? Heute Abend. Von daher trinken wir noch einen Klaren. Alles gut. Helmut freut sich auch schon. Da gibt ein Körnchen, steht da. Ja, das ist nicht, ne? Korn, nur Klares ist Wahres. Nicht, also nicht der Korn gemeint. Ach so. Ach so, da wo ich ja komme, ist klarer halt und klarer halt. Ne? Ja.
Aber schönes Örtchen hier mit den alten Häusern hier, den Kopfsteinpflasterstraßen. Ich mag das ja zum Gucken zumindest und drüber fahren nicht so gerne. Noch hier mal was zu gucken, was zu entdecken. Von daher unbedingt mal eine Tour machen hier und unbedingt die Videos von den Sperlingen gucken. Wir sind ja hier zu Hause und machen ja auch von hier aus Touren, aber auch woanders. Müsste man den Kanal auschecken bei den beiden. Und den verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Einmal jetzt hier oben in der Ecke. Guck mal hier, altes Postamt. Das hat was. Das ist kein Spaß. Helmut fährt echt immer Rennengeschwindigkeit hier. Ich fahre schon wieder oberhalb der Motorunterstützung. Richtig Sport hier heute. Ja, Freunde, 46 Kilometer sind jetzt hier geworden. Bei der Genussrunde hieß es ja. Ich habe zwischendurch gelesen, da in der Pausenhütte. Wellnessrunde stand da sogar. Wir haben uns ja gefragt, was ist da jetzt Wellness? Aber Wellness ist jetzt schon die Gegend hier, finde ich schon. Das macht schon Spaß, hier bei euch zu radeln. Man kriegt was vors Auge, ein bisschen hügelig, das mag ich ja auch ganz gerne. Mhm. Gut, Wetter kann man sich nicht immer aussuchen, aber sind ja nicht nass geworden. Ne? Ja, von daher sage ich auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt, dass wir die Tour hier heute zusammen gefahren sind, dass ihr mir und den Zuschauern auch mal eure Gegend ein bisschen näher gebracht habt hier. Und ich habe gerade vorhin schon gesagt, habt ihr nicht mitbekommen, Leute, Kanal von Sperlingen gucken, Sperlinge abonnieren und auch dann hier vielleicht mal selber in die Gegend kommen, hier eine Tour unternehmen. Ihr habt ja wahrscheinlich auch Komoot-Links unter euren Videos, genau, ne, ja, dass man es nachradeln kann. Von daher super Sache. Darf ich ja nochmal wiederkommen? War okay für euch so mit mir? Ja, nochmal wiederkommen, das war richtig schön. Ja? Ja, also hat uns richtig gut gefallen. War ja, schön. Ja, ja, finde auch. Ne? Wir verstehen uns wohl. Ne? Ja. Haben uns nicht gestritten, gab es keine blauen Flecken. Ich habe gerade ein Eis geschenkt bekommen. Tippitoppi. Von daher sage ich danke fürs Zuschauen. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Swobo. Und die Sperlinge. Sperlinge on Tour. Ciao.